Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses große Paket. Darum steht es nämlich auch hier und nicht auf meinem üblichen Tisch. Aufgebaut oder beziehungsweise ausgepackt war das Gerät dann doch nicht mehr so groß wie erst gedacht. Darum habe ich jetzt doch wieder die Perspektive in die übliche gewechselt, wenn man es dann so eben besser anschauen kann. Also das hier ist die Schuhputzmaschine 100C Schuhschein und ist ein schönes Design. Außen ist sie auf jeden Fall hier aus Kunststoff, aus so einem gräulichen Kunststoff kann man sagen, also nicht weiß, sondern eher gräulich. Und hier ist auch noch ein Aufkleber drauf, für jeden Schuhtyp geeignet mit drei verschiedenen Rotationsbürsten. Integrierter wiederbefüllbarer Schuhcremespender inklusive Schuhcreme mit entnehmbarer Schmutzfangmatte. Genau, und dann haben wir hier so Icons oben rüber, einmal für schwarze Schuhe, einmal für die Schmutzentfernung. Einmal für helle Schuhe und einmal die Schuhcreme. Wer sucht, der findet. Ich habe es doch noch gefunden. Das war in den Seitenteilen, war das integriert. Und muss man erstmal genau suchen, nicht dass man das dann wegschmeißt. Also schaut eure Styropor-Seitenteile an. Hier haben wir diese Schuhcreme mit so einem Spender auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut, dass man das immer wieder auffüllen kann. Muss wahrscheinlich ziemlich flüssig sein, denke ich mal, weil das funktioniert ja hier, dieser Spender mit so einem, seht ihr das, mit so einer Kugel. Und immer wenn ihr euren Schuh hier oben hindrückt, kommt dann eben die Flüssigkeit raus. Von daher hinten mal an, da haben wir eigentlich nur dieses eine Fach und da kommt dann auch schon das Netzkabel raus. Das ist jetzt nicht besonders lang, also entweder ihr habt dann direkt eine Steckdose daneben. Ihr seht, also das ist vielleicht 1 Meter, wenn überhaupt. Entweder ihr habt dann eine Steckdose daneben oder ihr braucht eben ein Verlängerungskabel, was ja heutzutage auch kein Problem nicht ist. Also von daher, ich werde auf jeden Fall jetzt hier zur Vorführung ein Verlängerungskabel dann brauchen, weil sonst können wir da nichts laufen lassen. Dann würde ich vorschlagen, ich fülle hier mal ein bisschen von der Schuhputzcreme rein, nur zum Testen. So, da sind wir wieder zurück. Passende Schuhe habe ich auch schon hergerichtet und ich habe jetzt auch herausgefunden, wie das zum Auffüllen ist. Ihr müsst also nur hier oben das abdrehen und dann könnt ihr hier Schuhcreme einfüllen. Ich habe jetzt ein bisschen was rein. Ihr müsst nur aufpassen, hier ist eine Feder und eine Kugel drin. Nicht, dass die euch flöten geht beim Abschrauben. Das will natürlich niemand. So, jetzt haben wir es festgeschraubt, läuft auch nach unten. Und jetzt muss das hier eingebracht werden. Jetzt misst ein. Genau, und dann müsst ihr es nach so und so vielen Minuten schaltet er dann eben ab. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die Schuhe etwas sauber vom groben Schmutz. Dazu starten wir das Gerät und nehmen die mittlere Bürste. Gut, die sind jetzt nicht richtig schmutzig oder so. Von daher gibt es da jetzt nicht viel, wo man eben Schmutz entfernen kann. Dann hier unten auftippen, damit man eben etwas von der Schuhcreme drauf kriegen. Seht ihr? Da haben wir die auch schon drauf. Und dann jetzt verteilen mit dem Gerät, mit der weichen Bürste. Da fliegen jetzt auch noch ein paar Fäden raus, die sind halt noch lose, aber das wird sich dann im Laufe der Zeit erübrigen. So. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis hier an. Seht ihr, wie die glänzen vorne? Wunderbar. Das hier, das war schon so eine Abschürfung. Das hat jetzt nichts mit der Maschine zu tun. Jetzt, ich habe natürlich auch noch helle Schuhe hier.